Hallo liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe. Heute was Besonderes, wir fangen an, uns um den Landtagswahlkampf zu kümmern. Ich hatte alle Parteien angeschrieben, die in unserem Burgenlandkreis antreten und sie gebeten, mir jemanden zu schicken, der bereit ist, ein Interview abzugeben. Aber die ersten Schreiben war scheinbar sinnlos, kam keiner, hat sich keiner gemeldet. Ich hatte nochmal reklamiert und herzlichen Dank, Uwe. Du warst der Erste, der mich angerufen hat und gesagt, bist bereit, uns ein Interview zu geben. Gern. Da freue ich mich, wie Sie es merken. Sehr gern. An dem Perdu, wir kennen uns lange Jahre, ich mag meinen Uwe gern, tritt zwar für die SPD an, was nicht, wo ich nicht der Fan bin, kann man auch mal so dazu sagen, aber in der Demokratie soll man immer offen sein für alle Dinge. Und was ganz wichtig ist, Uwe, du trittst ja hier als Direktkandidat an und jetzt gebe ich mal eine kurze Erläuterung, doch für unsere Wähler auch ein bisschen. Sie haben zwei Stimmen immer, die Erststimme und die Zweitstimme. In der Erststimme bestimmen Sie Ihren Direktkandidaten, dem Sie direkt Ihre Sympathie zeigen können oder der sie einfach überzeugt hat. Und die Zweitstimme, damit wählen sie immer eine jeweilige Partei. Und die Partei wird am Schluss zusammengezählt, wie viele Stimmen alle Parteien jeweils haben. Und nach dem Schlüssel werden dann letztlich die Parlamentsplätze verteilt. Also, daher gibt es die eine Geschichte des Listenplatzes immer und das andere ist das Direktmandat. Der Listenplatz wird innerhalb der Partei aufgespielt und da passiert immer eins, da haben Sie Bürger nicht viel Einfluss, das entscheidet alleine die Partei, wer auf welche guten Listenplätze kommt. Die guten Listenplätze werden zuerst bedient und nach hinten schaut man halt in die Röhre. Ich hatte mich im Vorfeld ja ein bisschen erkundigt gehabt, Uwe, bist also auf dem Listenplatz, den man nicht als führend innerhalb der SPD sagen könnte. Also in dem Bezug würde unser Uwe in die Röhre schauen, um es mal so auszudrücken. Also wenn Sie ihn unterstützen wollen, geht es nur über ein Direktmandat mit seinen Konkurrenten, die hier sind. Und da heißt es ganz einfach, egal welcher Direktkandidat hier in unserem Kreis antritt, egal von welcher Partei, der die meisten Stimmen bekommt, der bekommt direkt einen Platz im Landtag über ein direktes Mandat. So ist es. Jetzt mal meine erste Frage an dich. Ich will ja nicht reden, wir wollen ja dir zuhören. Warum tust du dir das eigentlich an? Na gut, warum tust du dir das an? Also so dramatisch ist es ja nun auch wieder nicht. Wir leben in einer Demokratie und da kann sicherlich jeder dort antreten. Ich trete an, weil mich der Zeitz-Ortsverein der SPD aufgestellt hat. Ich habe zum Ortsverein ein sehr gutes Verhältnis, vor allen Dingen zum Vorsitzenden Roland Seidel. Und ich bin gefragt worden, und warum soll ich nicht für den Zeitz-Ortsverein oder auch für die SPD dort mein Glück versuchen und dort antreten? Das ist fein. Was sind denn deine persönlichen Ziele für unser Land? Das ist ja gleich eine sehr, sehr ausschweifende Frage für unser Land. Also damit ist sicherlich jetzt Sachsen-Anhalt... Also für die Bevölkerung. Das ist jetzt sicher Sachsen-Anhalt gemeint oder der Burgenlandkreis gemeint? Also immer noch die Bundesrepublik Deutschland und hier unser Land ist Sachsen-Anhalt. Das ist Landtagswahl. Das ist Sachsen-Anhalt. Und in Sachsen-Anhalt, da trete ich speziell jetzt in dem Wahlbezirk Zeitz und Hohenmölzen an. Also würde ich mich jetzt auf Zeitz und Hohenmölzen beschränken bei meiner Antwort. Ja. Ansonsten ist es dann relativ sinnlos, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie was dafür tun, dass im Harz der Luchs wieder angesiedelt wird. Also sicherlich habe ich einen sehr guten Kontakt zu vielen Schichten der Bevölkerung. Ich bin ja, wie das sicherlich bekannt ist, Bürgermeister einer sehr großen Gemeinde, die Gemeinde Gutenborn mit 15 Orten und einem großen Gewerbegebiet und bilde mir daher ein, dass ich die Probleme, die hier anliegen, kenne. Und ich bin noch im Verbandsgemeinderat, 30er Zeit zur Forst, Fraktionsvorsitzender und auch Kreisrat im Burgenlandkreis. Aber um jetzt genau oder speziell die Frage zu beantworten. Mein Schwerpunkt sind, und das ist auch bedingt aus der Abfolge der letzten Jahre, die Schulen, die Schulentwicklungsplanung, die Schulen im ländlichen Raum. Und dort haben wir in der Verbandsgemeinde 30er Zeitzer Forst in der letzten Zeit eine schmerzliche Erfahrung gemacht, dass wir eine Grundschule schließen mussten. Das ist die Grundschule in Wetterzeube. Das war eigentlich die Schule, die die zweitmeisten Schüler hatte. Die ist völlig saniert, die Turnhalle ist saniert. Und die musste eben aufgrund der Schulentwicklungsplanung, wo dort Schülerobergrenzen oder Untergrenzen festgelegt wurden, schließen, weil man in der Verbandsgemeinde 4 Grundschulen hat und die Schüler, und so ehrlich bin ich auch, sicher perspektivisch nicht für alle Schulen gereicht hätten. Was mich da aber besonders geärgert hat, ist, dass man im 30er Zeitzer Forst sicherlich mit
der Mehrheit der anderen im Verbandsgemeinderat tätigen Fraktionen sozusagen im vorauseilenden Gehorsam gehandelt hat. Denn bei der Istaufnahme im Moment war es so, dass die Schule Bestand hatte. Und ich mache keine Schule zu, wenn auch die geringste Chance besteht, dass ich sie erhalte. Das hat mich geärgert und da bin ich auch mit meiner eigenen Partei, mit der SPD, dort nicht konform gegangen bei der Schulentwicklungsplanung im Land. Und deshalb ist das einer der Schwerpunkte. Ein anderer Schwerpunkt wäre sicherlich, und das ist jetzt, ich will jetzt keine Floskeln hier wiederholen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, und zwar von gut bezahlten Arbeitsplätzen, also von Arbeitsplätzen, wo man auch seine Existenz damit bestreiten kann. Ich denke mir, wir sind da in meiner Gemeinde, und für die kann ich ja jetzt im Moment bloß reden, ich bin da noch nicht im Landtag, gut aufgestellt. Wir haben in Troisdorf ein Gewerbegebiet und da sind in den letzten Jahren 250 bis jetzt, glaube ich, sogar 270 neue Arbeitsplätze entstanden. Und so muss es eigentlich sein. Und dass die Leute hier vor Ort arbeiten können, dass ich nicht hunderte Kilometer fahren muss und dass ich aber von dem, was ich hier verdiene, eben auch leben kann und jetzt nicht noch einen Nebenjob und noch andere Tätigkeiten ausüben muss, um meine Familie zu ernähren und meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein anderer wichtiger Punkt ist sicherlich die davon galoppierenden Kosten jetzt, zum Beispiel in der Kinderbetreuung. Bei uns in der Verbandsgemeinde ist es jetzt so, dass geplant ist, die Kinderbetreuungskosten, also die Kosten für den Kindergarten, um 50% anzuheben. Und das, damit der Haushalt gedeckelt werden kann, also ist ein Haushaltsloch entstanden. Es waren in der Vergangenheit Tarifverhandlungen bei den Erzieherinnen, das kennen wir alle. Ich gönne allen Erziehern und Erzieherinnen dort ihren Lohn und ihr Gehalt. Aber die Tarifverhandlungen wurden nicht von uns geführt. Aber wir müssen jetzt das Geld aufbringen und das betrifft bei uns in der Verbandsgemeinde über 400.000 Euro, die wir allein an Gehältern für die Kindergärtnerinnen zahlen müssen. So, und wo soll das herkommen? Und das kann nicht sein, da ist irgendwas falsch. Da ist was falsch im System. Da kann ich dann auch nicht sagen, ihr seid eine kommunale Selbstverwaltung, jetzt seht mal zu, wie ihr das Geld bekommt. Ich kann nicht dort Tarife abschließen, die sicherlich in Ordnung sind, aber dann die Kommunen unten alleine lassen. Also das letzte Glied in der Kette muss das dann nun ausbaden, was andere dann dort eingerührt haben. Dann müssen die aber dann auch mithelfen. Das ist sehr schön, was du mir berichtet hast jetzt. Da fallen mir automatisch ein paar Nachfragen an und ich wiederhole es mal, wisst ihr, ob ich es richtig verstanden habe. Ja. Und zwar, ich hatte geärgert, weil du hast meine nächste Frage fast weggenommen. Erst habe ich nach den Zielen gefragt und du hast gleich so schön gesagt, was dich geärgert hatte. Ich hatte geärgert, dass deine Schule in Wetterzeube geschlossen wurde. Das war eine klare Aussage. Du hattest das ist nicht meine Schule, das ja, ist gut, eine Schule klar. Unserer Verbandsgemeinde. Ja gut, aber das ist die Identität. Ich spreche auch von meinem Rathaus. Ich bin Verbandsgemeinderat, gut, dann ist das so von meiner Region. Ja, okay. Und das ist ja gut, wenn man sich identifiziert. Geärgert hat jetzt mich in jedem Fall, ja. Ist ja, wie auch immer. Das ist auch richtig, Temperament braucht man auch dazu. Ja. Was jetzt für mich wichtig war an der Aussage, ich bin ja aber nur der Interviewer letztlich und habe nicht meinen Senf dazu abzugeben, aber mir fällt trotzdem was ganz Bewusstes auf, und zwar gibt es in unserem Grundgesetz nur den Begriff auch der Subsidiarität, das ist im Grundgesetz festgesetzt. Und das bedeutet ja nun einmal auch für unsere Zuschauer, wollen wir nicht nur so einen Bildungsfernseher veranstalten, dass letztlich politische Entscheidungen immer auf der untersten Ebene zu treffen sind und nicht auf der oberen Ebene. Und ich habe das Gefühl, dass letztlich die jetzige Regierung, die wir dran haben, diese Koalition, die letztlich gefunden ist im Land, auch versucht, alles nach oben zu ziehen und von oben, denkt man, alles entscheiden zu können. Ich hatte dir jetzt zugehört, du hattest es gerade ja auch erzählt, ist es dir auch sehr wichtig, dass Entscheidungen unten fallen und nicht oben fallen? Ja, selbstverständlich, die Entscheidungen können nur unten fallen. Wir haben eine kommunale Selbstverwaltung und das bedeutet, dass die Entscheidungen, und das ist ja auch richtig so, unten an der Basis getroffen werden, und zwar dort, wo man genau weiß, wo die Säge klemmt, wo Geld gebraucht wird, beziehungsweise wo Geld übrig ist. Voraussetzung ist natürlich, das Land muss die Kommunen und auch die Landkreise in die Lage versetzen, dass sie sich kommunal selbst verwalten können. Und das geht eben mit einer Finanzausstattung. Und das ist gerade der Punkt, wo es hier klemmt. Und das wäre ein Punkt, wo ich dann, falls ich in den Landtag kommen sollte, in Magdeburg ansetzen würde. Jetzt
kann ein Beispiel nennen, wo ja. vieles im Argen ist. Sie haben sicherlich in der Zeitung gelesen und du auch, dass die Stadt Lützen eine Steuereinnahme über, ich glaube, 120 oder 125 Millionen bekommt. Aufgrund dieser Steuereinnahme, was ja eigentlich vom Grunde her eine sehr, sehr positive Sache ist, ein Traum ist, du sagst es, so gerät die Stadt Lützen jetzt in einen dermaßen schwierigen Strudel, in ein dermaßen gefährliches Fahrwasser, dass dort die Existenz dort, also will ich mal sagen, aufs Spiel steht, also dass man dort an eine Zwangsweite kommt. Und dort stimmt doch irgendwas nicht. Das kann sich doch jeder, der 3 und 3 zusammenzählen kann, kann sich das doch selbst ausrechnen. Wenn ich dort 120 Millionen bekomme, dann kann doch nicht das Ergebnis dessen sein, dass ich dadurch in Not gerate, sondern das Ergebnis muss doch sein, dass ich dann eine gute Ausstattung habe, dass ich Schulen, Kindergärten und alles, was zur kommunalen Selbstverwaltung gehört, dort erhalten und verbessern kann. Hier stimmt doch was am System nicht, hier stimmt was an der Verteilung nicht, hier müssen Verordnungen wieder mal vom Kopf auf die Füße gestellt werden und das ist sicherlich ein Feld, da könnte man hier stundenlang drüber berichten. Ich bin auch nicht der Steuerfachmann, aber dass es nicht so in Ordnung ist, denke, das kann sich jeder auch von den Zuschauern selbst ausmalen. Uwe, du hast dein Temperament gezeigt, passt. Ich kann nur sagen, auch mich ärgern solche Dinge, weil einfach zu viel Bürokratie dabei ist und da muss was geändert werden. Richtig. Jetzt für unsere Zuschauer, du bist zwar sehr bekannt, aber jeder kennt dich doch nicht persönlich. Erzähl uns mal was Persönliches unseren. Ja gut, was Persönliches. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin seit vielen Jahren Bürgermeister, erst in der Gemeinde Troisdorf und nach der Gebietsreform, dann sind ja mehrere Gemeinden zusammengeworfen worden, Bürgermeister der neu entstandenen Gemeinde Gutenborn, das sind die Altgemeinden Bergesdorf, Heugewalde, Schellbach und Troisdorf, für die das nicht wissen. Ich habe eine 31-jährige Tochter, ja, und bin eigentlich zufrieden. Wohne in Kuhndorf, treibe viel Sport, laufe jeden Morgen meine Runde durchs Nidlholz, am Wochenende durch den Salzer Forst und bin eigentlich sehr sportlich. Und ich war früher mal auf der Sportschule zu DDR-Zeiten, das ist natürlich schon 40 Jahre her. Aber naja, man sieht schon. Nein, nicht ganz 40 Jahre, aber okay. Deshalb habe ich auch einen sehr langen Atem und kann mich auch in die Probleme reinverdenken. Und wie gesagt, bei den langen Waldläufen durch den Salzer Forst kommen ja dann auch immer mal Gedanken und man hat verschiedene Ideen. Das finde ich ganz gut. Finde ich gut. Finde ich auch mal frei. Da sind wir fast bei deinem Lieblingsthema, Salzer Forst. Lieblingsthema. Das Lieblingsthema ist es sicherlich in der Form jetzt nicht. Das ist ein bisschen geschuldet dessen, dass ich ja dort verantwortlicher Bürgermeister bin. Und das ist ja eine Sache, die die Leute bewegt. Und das ging ja auch schon seit Monaten, Jahren, seit 5 Jahren, regelmäßig durch Presse, Funk und Fernsehen. Die Zuschauer werden ja wissen, was dort die Problematik ist. Die Bundeswehr wird dort eine Schießanlage bauen im Salzer Forst. Der Salzer Forst ist ein Naturschutzgebiet und das ist ähnlich wie dort mit Lützen. Es kann sich jeder denken, dass eine Schießanlage in einem Naturschutzgebiet nicht genehmigungsfähig ist. Und genauso ist es hier auch und das ist eben der Rechtsstaat und hier funktioniert der Rechtsstaat. Die Bundeswehr hat es mehrfach versucht, was ich durchaus verstehen kann, denn die haben viele Erleichterungen dadurch, wenn sie dann von Gera bloß bis in den Salzer Forst fahren dürfen. Aber es geht nicht. Ich kann in keinem Naturschutzgebiet eine Schießanlage bauen und dagegen wehre ich mich und dagegen wehren sich die Einwohner mit Recht. Ich wehre mich dagegen, weil ich der Vertreter der Einwohner bin. Also ich bin nicht der Vertreter der Bundeswehr. Die kann ich ganz gut verstehen, das sagte ich. So, aber da ich die Interessen der Einwohner vertreten muss, wehre ich mich dagegen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich etwa gegen die Bundeswehr bin. Wir hatten jahrelang, ich als Bürgermeister der Gemeinde Troisdorf, damals noch eine Patenschaft mit der Bundeswehr in Hohenmölzen. Bis zur Auflösung des Standortes, das hat hervorragend funktioniert. Ich bin dort Träger des Ehrensäbels der Bundeswehr. So. Aber ich kann wohl auseinanderhalten, was dann korrekt ist und wo ich dann auch zur Bundeswehr sagen muss, ihr seid ja nicht ein Staat im Staat, hier gibt es gesetzliche Bedingungen und gesetzliche Richtlinien und bis hierher und nicht weiter und hier ist Schluss. Und Schluss ist bei mir dann, wenn in einem Naturschutzgebiet von europäischem Rang, der Salzer Forst ist ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang, es ist deutsches Naturerbe, eine Schießanlage gebaut werden soll, für 20 Millionen Euro übrigens, so, obwohl es genug Alternativen gibt. Und die Bürgerinitiative Kein Schuss im Salzer Forst, wo ich auch Mitglied bin, hat der Bundeswehr mehrere Alternativen, auch in unmittelbarer Nachbarschaft, aufgezeigt. Man geht darauf nicht ein, wenn man es denkt, dass man es kann. Und Geld spielt ja bei der Bundeswehr offenkundig keine Rolle, denn diese Verfahren kosten doch immer wieder. Jetzt wird ein neuer Bauantrag gestellt, dann sollen sie es versuchen. Die Chance, dass es genehmigt wird,
sehe ich persönlich bei null. Danke. Ja. Vorhin hast du was Schönes gesagt zu Arbeitsplätzen, wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt sage ich mal eine These, die Politik verspricht gerne mal Arbeitsplätze und eine einfache These, eine Politik kann niemals Arbeitsplätze schaffen, sondern Arbeitsplätze schaffen eigentlich nur die Firmen, die Produkte und die Menschen, die letztlich als Unternehmer sich trauen, vom Karren zu spannen. Was sagst du dazu? Das ist sicherlich richtig. Also die Politik kann direkt keine Arbeitsplätze schaffen, aber die Politik ist sicherlich angehalten, die Rahmenbedingungen dafür bereitzustellen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und es ist sicherlich ein Zusammenspiel zwischen Unternehmer und Politiker, wenn ja was entsteht. Und immer, es wird immer besonders gut und besonders erfolgreich, wenn man vor Ort Leute hat, die sich vor den Karren spannen. Das ist auf der einen Seite der Unternehmer und auf der anderen Seite ist das auch der zuständige Kommunalpolitiker. Und dass man dort an einem Strang zieht, dann kann es was werden. Und ein gutes Beispiel ist dort unser ehemaliger Landrat Harry Reiche, zu dem ich einen sehr guten Draht hatte. Und wir haben das Gewerbegebiet in Troisdorf praktisch zusammen entwickelt. Und wenn es dort irgendein Problem gab, dann habe ich dort angerufen und dann bin ich mit dem Unternehmer XY, ob das jetzt Sinnack ist, Begel oder dann diese große Spedition dort Hüffelmann, dort hingefahren. Dann waren die Ämter alle am Tisch und dann wurde das auf kurzem Wege geklärt. Dann wurden unter Ausnutzung aller Möglichkeiten, die es da gibt, dort ist nichts Ungesetzliches passiert, sondern man hat nur das alles konzentriert und komprimiert und dann ist auch eine Baugenehmigung mal innerhalb von kürzester Zeit erfolgt und dann ist auch ein Bau so einer großen Halle von der Genehmigung oder von der Antragstellung bis zur Fertigstellung in einem halben Jahr passiert. Und das, so muss es eigentlich sein. Ja, ja. Du hast da eigentlich alles vollkommen erklärt und hast eigentlich auch bewiesen, dass du weißt, wie man eigentlich was Gutes für die Region tun kann. Ja, und deshalb habe ich nur zwei Fragen, die mir dazu auffallen, was mir das Herz immer ein bisschen schmerzt, weil es ja wirklich wahr ist, ohne Gewerbegrund kann sich keiner ansiedeln. Wenn ich bei euch mal vorbeifahre in der Ortschaft, da sehe ich immer das Solarfeld. Kenne ich deine Kommentare aus dem Internet. Und das schmerzt die Photovoltaikanlage. Ja, das schmerzt also, mich schon gut, sehr. Das können wir ganz schnell aufklären. Also wir haben in Troisdorf, weil es ein wertvoller Grund ist. Richtig, das ist richtig. Das ist als Gewerbegebiet überplant gewesen. Ja. Damals war es allerdings so, die Gemeinde Troisdorf war nach der Wende, wie übrigens jetzt die Gemeinde Gutenborn und alle anderen Gemeinden ja weit und breit auch knapp bei Kasse. Dort ist ein Kredit aufgenommen worden, um diese Fläche zu kaufen als Gewerbegebiet. Natürlich konnte nicht die gesamte Fläche gekauft werden, sodass die Fläche, die gekauft wurde, ist jetzt mit Gewerbe bebaut. Die Bäckereien, dann ja, ganz tolle Sache. So, die Fläche, die auch Gewerbegebiet wurde nach Flächennutzungsplan, wo jetzt die Photovoltaikanlage steht, die ist noch privat. Sie ist überplant worden als Gewerbegebiet, aber sie ist noch privat. Wir haben darauf keinen Zugriff. So, und der Eigentümer der Fläche hat sich jetzt dort eine Photovoltaikanlage draufgebaut. Das darf er, das klar, ist unbestritten. Keine so, Chance. Aber ich bin dort raus. Ich bin nicht der Eigentümer. Ich verstehe das sicherlich dort und gerade unser Gewerbegebiet ist ausgelastet und wir suchen nach Erweiterungsflächen. Das wäre uns zugutekommen. Ich habe es versucht. Wenn der Eigentümer aber es möchte, dann darf er das dort bauen und klar, so ist es passiert. Aber jetzt sprechen wir, das ist ja gut beantwortet. Das war eine gute Überleitung für mich. Und zwar, wir sprechen ja von Landespolitik. Ja. Und Landespolitik ist ja doch entscheidend auch in solchen Bereichen, geht ja doch bis zur Bundespolitik. Und in unserer Region ist nun einmal die MIBRAG vorhanden mit unserer Braunkohle. Hm. Und wir haben im Gegensatz eben diese Energiewende, die man so schön bezeichnet, die uns ja noch irgendwo hochgerechnet 1000 Milliarden kosten soll in ganz Deutschland. Am Strompreis bemerkt es jeder. Und wir speziell in unserer Region werden ja schon bestraft mit der Angelegenheit. Die MIBRAG, recht deutlich, ich hatte es auch schon mal veröffentlicht, das waren die Wirtschaftsgespräche im Frühjahr, auch der Ministerpräsident hat es ganz deutlich erklärt, auch der Vorsitzende oder Vorstand oder der Geschäftsführer der MIBRAG hat es auch ordentlich erklärt, dass im Prinzip MIBRAG bergab geht, weil man halt sich als Politik gegen die Braunkohle entschieden hat, letztlich aufgrund Rettung des Klimas. Und wir müssen uns bewusst sein, dass es bei uns runtergeht und deshalb schmerzt sie meine Seele. Und daher kommt die ganz direkte Frage an dich noch. Bist du dann doch eingebunden in der Geschichte von der Landesgeschichte? Ich weiß auch, ein Einzelner kann nicht alles erreichen, aber wie stehst du zu der Sache eigentlich? Brauchen wir unsere Braunkohle noch, brauchen wir sie nicht, machen wir sie zu, was machen wir eigentlich? Wie überleben wir das? Besonders jetzt
der Tatsache geschuldet, dass ja auch Hohen Mölsen mit zu meinem Wahlkreis gehört und dass er unmittelbar von der MIPRAG dort abhängig ein Angebot. Es ist nicht so leicht zu beantworten, die Frage dort. Ist es sicherlich, dort ist man dort gespalten. Natürlich ist es so, dass vordergründig die Arbeitsplätze erhalten werden müssen. Und solange wir die Energieversorgung noch nicht absichern können über andere Energieträger, über Windräder, über Sonnenenergie, das funktioniert alles nicht, brauche ich sicherlich die Braunkohle für einen Übergangszeitraum. Und ab der jetzt 30 oder 50 Jahre ist, da streiten sich die Gelehrten. Und über diesen Zeitraum müssen natürlich die Arbeitsplätze hier gesichert werden und muss die MIPRAG und die Braunkohle auch weiterhin bestehen, um den Anforderungen, ich brauche sehr viel Energie, wir sind hier ein industrialisiertes Land und deshalb brauche ich sehr viel Energie, gerade hier in Sachsen-Anhalt, und da reichen die Windräder und die Photovoltaikanlage im Moment nicht aus. Also ich habe gar keine Alternative. Nichtsdestotrotz ist es aber höchste Zeit, dass man beginnen muss, dort den Übergang, wenn er auch 30 bis 50 Jahre jetzt dauert, jetzt einzuleiten. So ehrlich müssen wir dann auch sein, dass man sagen kann, in 50 Jahren sieht es sicherlich anders aus. Das ist ja ein Rohstoff, der abnimmt, der dann irgendwann auch mal weg ist. Und dort muss ich jetzt die Weichen stellen. So, und das ist ein bisschen versäumt, das wird ein bisschen versäumt. Aber wie gesagt, im Moment wird er gebraucht und wir brauchen die Arbeitsplätze und das ist vordergründig. Danke dir vielmals. Und jetzt haben wir ja in unserer Region haben wir ja schon Vertreter im Landtag. Der Herr Czapek, unser Landtagsabgeordneter. Mhm. Ist unser momentaner Vertreter, der sich ja auch wieder zur Wahl stellt. Mhm. Man sieht entsprechend große Plakate in der Stadt. Ja. Warst du jetzt mit dem Landtagsvertreter zufrieden? Gut, also ich kenne Herrn Czapek schon viele Jahre. Herr Czapek war Gemeinderat bei mir im Gemeinderat in Gudenborn. Herr Czapek ist auch Verbandsgemeinderat. Herr Czapek ist sicherlich sehr rührig. Was mich dort ärgert an der ganzen Sache. Und ich will jetzt nicht die Gelegenheit hier nutzen, um jetzt irgendwie hier wadenbeißerisch in Erscheinung zu treten. Was mich maßlos ärgert, das sind Sachen, aufgebauschte Sachen, kurz vor der Wahl. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt mit den verfehlten Strukturen hier, mit der Steuer in Lützen und so weiter. Dass kurz vor der Wahl dann von Landesseite jetzt rumgereist wird und jetzt werden hier Termine gemacht. Jetzt wird ein erster Spatenstich für eine Ortsumgehung gemacht, wo wahrscheinlich jeder weiß, dass aufgrund des neuen Täters, der neue Täter ist sicherlich dort ein vorgeschobener Grund, das Geld fehlt am Ende sicherlich, ein Spatenstich gemacht wird, wo es dann nicht weitergeht. Und das ist für mich eigentlich, ist das Irreführung der Wähler, um das mal vornehm auszudrücken. Dann geht das weiter. Dann ist die Sache mit dem Bahnhof, mit der Flussgrabenbrücke, mit dem Thälmannstadion in Zeitz, mit dem Tiergartenhof. Und zum Schluss kam jetzt noch der Weltfrieden ins Spiel, wo ein Demenzzentrum gebaut werden soll. Also und sowas, solche Blasen, sowas regt mich fürchterlich auf. Wenn Sie dann Strich drunter ziehen, ist das Ergebnis bei 0, nichts. So. Aber wie gesagt, es wird ein Podium geschaffen. Ich will nicht in Abrede stellen, dass sich Herr Czapek hier ernsthaft bemüht darum dort. Aber Herr Czapek stößt dort auch an seine Grenzen. Und ich halte nichts davon, dass ich dort Staatssekretäre und Hauptverwaltungsbeamte und Minister dort auflaufen lasse, mich 100-mal in der Zeitung fotografieren lassen und sagen, es geht bald los. So, nach der Wahl ist dann wieder Ruhe und das sind eigentlich Sachen, die regen mich fürchterlich auf. Oder diese ganze Fördermittelproblematik. In Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, wie viele Fördermittelprogramme es gibt. Ich denke mir, das sind bestimmt an die 1000 oder sogar noch mehr. Das ist doch auch, das kann ja nicht sein. Das Geld gehört doch an die Basis, in die Kommunen, zum Landkreis, die am besten wissen, wo ich das Geld einsetzen kann und wo das Geld zweckmäßig gebunden werden kann. Die Praxis sieht so aus, man kann Fördermittelantrag stellen, dann muss ich vor der Landesregierung flach auf den Boden werfen, damit man auch berücksichtigt wird. Dann ist es dann in der Regel so, dass dann kurz vor Wahlen kommt dann irgendein Minister vorbei, noch mit dem jeweiligen dazugehörigen Landtagsabgeordneten und dann werden großzügig Fördermittel dort übergeben. Das hat sicherlich den Hintergrund, dass man wieder gewählt wird und das ist doch aber kein System, was in der demokratischen Grundordnung entspricht. Und deshalb bin ich strikt dagegen, dass dann vor Wahlen hier große Auftritte gemacht werden. Dann werden 100 Bänder durchgeschnitten, bei jeder Holzbank wird dann dort angehalten und dann wird ein Band durchgeschnitten. Das Geld gehört in die Kommunen, die Bürgermeister, die Gemeinderäte, die Kreisräte wissen am besten, wo es einzusetzen geht und ich muss da keinen Fördermittelantrag stellen. Ausgenommen sicherlich die Fluthilfe, das ist ein Sonderfall, da bin ich dabei. Klasse, aber noch eins möchte ich ergänzen. Das Geld gehört in meinen eigenen Geldbeutel, weil jedes Fördermittel sind nichts anderes als Steuern, die man so weggenommen hat. Das ist ja meine Rede, das ist doch genau das, was ich jetzt gesagt habe. Dann danke ich dir vielmals. Du hast doch die Chance, deinen
weder noch direkt anzusprechen oder die Oma zu grüßen, wenn du Lust hast, ja, dann danke ich dir vielmals. Also ich danke erstmal dir für die Möglichkeit, dass ich hier zu Wort kommen kann. Und man muss ja jedes Gremium oder jedes Medium auch nutzen, damit auch die Wähler wissen, was man will. Ein Wahlforum wie in den vergangenen Jahren wird ja in Zeit von der Mitteldeutschen Zeitung diesmal nicht veranstaltet. Warum, weiß ich nicht, kann ich bloß spekulieren. Also ich bitte Sie einfach um Ihre Stimme und ich bin auf der SPD-Liste und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, dass ich sicherlich nicht restlos konform mit meiner Partei bin. Da gab es genug Querelen in der Vergangenheit, gerade bei der Landratswahl und bei der Kreistagswahl, als ich dort von der Liste genommen wurde und dann über meine eigene Liste, über den Salzer Forst wieder in den Kreistag eingezogen bin. Ich musste mich praktisch neu erfinden. Also bei mir haben Sie sicherlich die Garantie und das Versprechen, dass ich dort nicht nach irgendwelchen Doktrinen der Partei und wenn es auch die SPD ist, dann dort abstimmen werde. Ich bin meinem Gewissen und dem Wähler verpflichtet und ich will mich daran halten. Und ich denke, das habe ich in der Vergangenheit auch getan. Ich hatte große persönliche Schwierigkeiten auch damit, die ich dort ausbaden musste, aber das stehe ich durch und ich denke mir, das halte ich aus. Vielen Dank.